Taube des Westens. Winnetou, Sohn meines verstorbenen Bruders. Meine Augen sind froh, dich wieder bei unserem Volk zu sehen. Eine Sonne ist vergangen, die Zeit, welche die Weißen ein Jahr nennen, seitdem mein geliebter Mann, dein Vater und deine Schwester von Kugeln getroffen in die ewigen Jagdgründe gingen. Wir zwei sind die zwei letzten Verbliebenen unserer Familie. Zu meiner großen Freude hast du in Old Shatterhand einen neuen Freund gefunden. Wann trifft Winnetou seinen Blutsbruder? Wir hatten verabredet, sollten wir uns innerhalb der Zeitspanne einer Sonne nicht wieder begegnen, treffen wir uns in St. Louis. Da dieser Zeitraum jetzt zu Ende ist, begebe ich mich auf den Weg. Winnetou möge reiten. Die Taube des Westens erwartet voller Freude eure gemeinsame Rückkehr. Doch warte, Winnetou. Die Taube des Westens fühlt etwas. Meine Augen sehen einen neuen Menschen in deiner Nähe. Freude, neue Hoffnung, eine neue aufgehende Sonne. Auch wenn ich nicht weiß, was genau du mit deinen Worten meinst, Winnetous Herz spürt Freude. Doch halte, Winnetou, irgendetwas stimmt nicht. Etwas trübt die Freude, verdunkelt die aufgehende Sonne. Was will die Taube des Westens Winnetou sagen? Ich weiß es nicht. Wohl nur Manitou allein kennt die Antwort. Reite jetzt, Winnetou. Reite Old Shatterhand entgegen. Old Shatterhand, herzlich willkommen. Die Taube des Westens freut sich sehr. Die meisten Krieger sind auf der Jagd. Winnetou, bitte stell mir doch deine zwei Begleiter vor. Meine alten Augen erkennen einen Häuptling und eine wunderbare Frau. Taube des Westens, das ist Tashatunga, Häuptling der Assiniboine, und neben ihm Ribana, seine Tochter. Es ist mir eine große Ehre, Tashatunga, der das gleiche Ansehen wie mein verstorbener Bruder in Chuchuna besitzt, und seine Tochter in unserem Pueblo zu begrüßen. Taube des Westens, die Ehre ist ganz auf meiner Seite, das Pueblo betreten zu dürfen, welches Winnetous Vater so lange führte. Winnetou und meine Tochter möchten ihr Leben künftig gemeinsam verbringen. Wir bitten dich, mit uns zu kommen, um die Menschen, Zelte und den Ort kennenzulernen, wo wir wohnen. Ribanas Herz ist voller Freude, die Taube des Westens kennenlernen zu dürfen. Und sie ist stolz und glücklich, künftig die Frau an Winnetous Seite zu sein. Ribana, Winnetou, ihr habt entdeckt, dass eure Herzen füreinander schlagen. Ich bin sehr froh, dass damit eine neue Familienverbindung entsteht. Seit Kleke Petra, mein Mann, der Winnetous Lehrer war, sowie mein Bruder und Winnetous Schwester in die ewigen Jagdgründe gingen, ist das Leben um mich um vieles ärmer geworden. Winnetou, Ribana, durch eure künftige Hochzeit wird es eine neue Verbindung zwischen Apachen und Assiniboinen geben. Die Taube des Westens ist uns gern willkommen. Kann sie uns jetzt in unser Dorf begleiten? Die Taube des Westens spürt eine neue, große Bereicherung. Gerne folge ich eurer Einladung. Ich verabschiede mich nur und nehme ein paar Kleinigkeiten mit. Winnetou, das ist es wohl, was ich sah, bevor du aufbrachst, Old Shatterhand entgegenzureiten. Du sprachst auch davon, dass sich die Sonne wieder verdunkeln würde. Ja, ich wünsche sehr, mich geirrt zu haben.
Rivanna. Lilamor freut sich sehr, dich wiederzusehen. Und auch Tashatunga. Winnetou, ihr seid wieder bei uns. Und wie ich sehe, habt ihr eine Begleitung aus eurem Volk mitgebracht. Ich nehme an, eure Herzen sehnen sich immer noch genauso stark. Sonst wärt ihr nicht mit der Taube des Westens zu uns gekommen. Ja, Mutter. Unsere Herzen wissen es, auch wenn wir verschiedenen Stämmen angehören. Winnetou möchte für Rivanna da sein und ihr alles geben, wonach sich ihr Herz sehnt. Nachdem wir unsere Familie verloren hatten, ist es eine große Freude, dass Manitou uns eure Tochter Rivanna schickt. So lasst uns über die Hochzeit unserer Kinder sprechen. Es soll ein großes Fest der Freude werden. Die Taube des Westens freut sich sehr, Rivannas Familie und die Gebräuche ihres Stammes kennenzulernen. Hoffen wir, dass das Glück der beiden lange Zeit ungetrübt sein möge. Rilamo freut sich sehr, dass die Taube des Westens unserer Einladung gefolgt ist. Auch sie möchte gerne einmal die Sitten und Gebräuche ihres Stammes kennenlernen dürfen. Ja, wünschen wir den beiden ein lebenslanges Glück. Ach, ich bin verwundet. Firehand, du lebst. Winnetou. Firehand. Rivanna. Rivanna ist so froh. Rivanna. Ja. Seid dankbar, dass ihr euch noch habt. Und Firehand, deine Wunden werden heilen. Doch danach bringt neues Leben in die Welt. Solange Menschen mit sich selbst im Krieg leben, voller Hass und Missgunst sind, solange gibt es keinen Frieden in der Welt. Nur wer nicht geliebt wird, empfindet Hass. Nur wer sich selbst nicht genug ist, empfindet Neid. Solange wir uns die eigenen Fehler nicht verzeihen, können wir auch anderen Menschen nicht vergeben. Der größte Feind ist in uns selbst. Jeder Mensch trägt die große Verantwortung, unseren Kindern und Enkeln eine bewohnbare, friedliche Welt zu hinterlassen. Ja, und jeder Mensch hat dafür nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Und was machen wir aus unserer Zeit? Aus jedem Tag unseres kostbaren Lebens? Winnetou begibt sich zu den Stämmen der Apachen, der Athabasca, der Schwarzfüße und der Ponca, um von den Ereignissen der sinnlosen Kämpfe und der sinnlos geopferten Toten zu berichten, um sie für ein friedliches Zusammenleben aller Völker zu gewinnen. Old Shatterhand begleitet seinen Bruder. Ich hoffe, es gelingt uns, die einzelnen Völker in wichtigen Punkten des Denkens auch zu einigen.